Moin! Ja, ich will das gar nicht lange spannend machen. Ihr seht es schon, hier ist unser neuer Task Xerion. Jo, ja, was soll ich sagen? 4000 Xerion, 435 PS, Mercedes-Benz Motor, war echt richtig günstig zu haben. Klaas Bordesholm in Risum und ja. Erzähle ich gleich noch den Einsatzzweck, aber das ist er. Geil, oder? Jo, wir haben ihn jetzt spontan heute gekriegt, leider noch nicht angemeldet gekriegt, deswegen schnell auf rote Nummern. Aber ihr wisst ja, man mag es dann auch gerne zu Hause haben, ne? Ich weiß, ihr sagt alle, Sebastian ist so total bescheuert, ne? Ja, ist so, aber ach, man lebt nur einmal. Das ist echt ein geiles Fahrzeug. Das schockt schon. Wirklich, ich sag's euch. Ja, wie gesagt, Xerion 4000. Hinten leider, das ist Manko RKAT4 dran. Ne? Das ist sehr groß. Muss man nochmal gucken, ob man die Streben tauscht oder eben mit Adapterkugeln sonst hantiert. Ne? K80-Kugel, Zugmauer ganz normal. Ne? Hat er alles, ich glaube, 8 Steuergeräte hat er insgesamt jetzt. Wenn ich das richtig behalten habe, alles und so. Haben ja Einführung gemacht und sowas. Da muss ich mich jetzt rantasten an die ganze Geschichte hier. Das ist schon, ja, schon was. Hier brüllt er raus, ne? Und er hat einen guten Klang. Also finde ich schon geil. Wirklich geiles Geschütz. Dann haben wir natürlich hier ein Problem bei dem Fahrzeug. Es ist zu schwer. Es darf so auf den deutschen Markt nicht fahren. Das heißt, ich habe hier noch eine Achse, die wird runtergefahren, kann ich euch ja hier noch zeigen, damit ich auf öffentlichen Straßen fahren kann. Ne? Ja, momentan ist er auf 50 km/h. Und ja, da brauchst du es. Also bis 30, glaube ich, fährt er ohne das Rad. Und dann klappt das runter. Drauf, man sieht es fast nicht. Ne? Also, wenn ihr euch den so anguckt, der hat 900 Puschen drauf. Ja, Warntafeln sind jetzt gerade eingeklappt, die kommen nochmal raus, zeige ich euch auch gleich. Das sind schon nette Puschen, also mein lieber Mann, ne? Das fällt hier gar nicht auf, dass das 900er Pellen sind, aber 42 Zoll, 900er Trelleborg, mega. Guckt euch schon mal diese Radnabe an, also das ist grandios, wirklich. Ich habe gerade neuen Service gekriegt, alle Öle sind neu. Ja, das ist alles erledigt. Da sollte nichts aufstehen. Wir klettern mal hier hoch. Das ist echt, also du musst hier einen Bergsteigerführerschein haben, um hier hochzukommen. Dann kann man hier den Griff. Oh, das ist schon aufregend, aber das Fahrzeug ist ja auch da, um gefahren zu werden und nicht den ganzen Tag hoch runter zu gehen. Ne? Ja, hier haben wir den Chefposten, ne? Und eine kleine Taste. Und dann sitzen wir hier. Ist erst ungewohnt zu fahren, kann ich euch ehrlich sagen. Ich fahre gleich meine Runde. Aber da gewöhnst du dich echt schnell dran. Also ich dachte erst, na, das wird nichts. Das ist mir zu groß. Ja, und dann haben wir geschnackt hier und da und ja. Fahr doch mal eine Runde und so. Ich sage, nee, der ist einfach zu groß. Das weiß ich nicht. Jenseits von Gut und Böse. Er hat ihn gefahren und er fährt sich echt gut, muss ich wirklich sagen. Das ist schon schick. Ne? Wir haben hier den gewohnten Class-Joystick mit den ganzen F-Tasten. Die kann ich ja frei belegen. F1 bis F8. Hier drücken, fährt er vorwärts oder rückwärts. Ne? Hier kann ich noch die Lenkung verstellen. Hundegang und Annika filmt das gleich mal von draußen, wenn ich das alles mache. Ne? Also das ist schon sehenswert. Hier kann ich die Kabine entriegeln einmal, hochfahren und drehen. Zeige ich euch auch gleich alles. Das sieht man gar nicht so. Dann haben wir hier noch die 4 Steuergeräte einzeln und hier habe ich noch 2 drauf auf dem Joystick. Und ich kann die auch alle frei auf die F-Tasten legen, wie ich möchte. Ne? Also das ist kein Hexenwerk. Ja, so viel dazu. Kamera haben wir da oben im Monitor für, weil die, ja, wir haben hinten, zeige ich euch auch gleich, gehen wir gleich drauf an. Hier die ganze Lichtsteuerung und Umleuchten, ne? Klimaanlage, Radio.
Ja, ein Scheibenwischer. Wir haben hier noch einen Scheibenwischer an der Seite, da einen Scheibenwischer an der Seite, vorne einen Scheibenwischer und hinten, da sehen wir noch, das ist alles Door. Ja, so viel dazu, denn kommen wir mal zum eigentlichen Aspekt hiervon. Und zwar, wir gehen mal hier hinten rauf. So, also, es sieht wie folgt aus. Wir müssen mal hier runterklettern. Hier kommen die Kameras ran. Ne? Kann ich alles anschließen, dass ich auch ein bisschen Übersicht habe. Weil das ist wirklich sonst schwierig, da das zu sehen. Ne? Das ist so. So, und hier haben wir ein kleines Löchlein. Und da kommt eine 110er Kugel rauf. K110. Keine K80-Kugel, die haben wir hinten dran. Nein, K110. So, ich habe richtig günstig einen Schwanhals-Güllewagen bekommen. Und dafür brauchen wir noch die Kugel, das ist nur noch nicht da. Und ich wollte ihn gerne haben. Es ist einfach so. So, und dann haben wir ein Systemfahrzeug, womit ich richtig schön Gülle fahren kann. Mit Hundegang, wenn ich hier so rüberfahre und so. Power ohne Ende. Mega. Wenn ich eine größere Drille kriege, das juckt ihn nicht. Der tukt ihn überhaupt nicht. Der hat so viel Knülf. Also, das ist sagenhaft. Ne, wir können auch hier noch eine Platte raufnehmen. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Da wüsste ich jetzt noch keinen Nutzen für. Ne? Das ist jetzt ja hier die Verriegelung für die Kabine. Aber du kannst ja auch irgendwas kriegen, um was rauf zu kriegen sonst. Ne? Ich weiß nicht, was es da gibt. Also, da habe ich mich wirklich nicht informiert. Ne? Warntafeln, wie gesagt, die werden nur hochgeklappt. Nur wegen Kabine drehen, sind die jetzt unten. Kabinenfederung haben wir hier ganz normal. Das ist wirklich angenehm. Ja, das bringt schon Spaß. So, dann habe ich euch das gezeigt. Ja, hier haben wir den ganzen Strang, der dreht ja mit den ganzen Hydraulikschläuchen und hast du nicht gesehen. Ne? Ja, also das ist schon echt geil. Der sei damit nichts mehr zu zeigen. Nee, Licht hat er ohne Ende. Also da hast du keine Probleme mit. Ne? Gerade wenn die Kabine noch dreht und weiß ich nicht. Also Licht ist da echt, das ist schon geil. Ne, wenn wir die drehen, ich zeige, Annika soll das mal von draußen filmen, dann drehe ich die einmal. Das muss man gesehen haben. Das ist schon wirklich cool. Also ich werde jetzt gleich einmal das Rad runterfahren. Das kann Annika mal filmen und danach werde ich die Kabine drehen. So, oh, wir sind ein bisschen aufgeregt. Ich habe die Kabine gedreht, alles geklappt. ja, wenn wir jetzt hier sitzen, ne, du hast ja natürlich eine richtig geile Sicht nach vorne. Also eine bessere Rückfahreinrichtung gibt es auf der Welt nicht. Ne? Also perfekte Sicht, wirklich. Kannst du natürlich jetzt so beim Güllefahren nicht nutzen, aber ich finde es generell, weiß nicht, ich weiß, wie ich damals auf dem Xerion, ich weiß nicht, ob es 2500 oder 3000 war, der allererste, und dann mit der Kabine, mit dem Drehen mitgefahren bin. Das war schon, ja, ich habe ja schon oft gesagt mit dem Xerion, ne, das wird mich immer noch reizen, eigentlich der 3800er und, ja, was soll ich sagen? Ne, hier ist eben, ich finde das cool, wieder hier Mercedes-Motor drin. Ne? Der Cut-Motor, wenn du den ordentlich pflegst, der funktioniert auch. Aber der braucht eben seine Ölwechselintervalle. Ne? Alle 350 Stunden, nicht irgendwie lange warten, Öl wechseln und drauf. Also der muss gepflegt werden, dann läuft der auch. Ne? Aber ja, der Mercedes-Motor, der schockt hier schon. Das ist schon geil. Ja, sonst auf die Bedienung hier und so brauche ich jetzt nicht groß eingehen. Ne?
Das sehen wir noch, wenn wir mal einen Einsatz haben. Weil da muss ich mich erstmal rantasten. Ne? Hier können wir im Display durchswipen und sowas. Staufach haben wir hier noch. Ja. Schon geil. Aschenbecher, glaube ich. Ne, ist geil. Können wir den auch hochklappen? Ja. Haben wir da auch noch ein. Wow. Wow. Mensch. Das wusste ich gar nicht. Das ist geil. Mega. Ja, jetzt, wenn ich jetzt vorwärts fahre, fährt er ja so, wie er ist. Annika filmt das, wie gesagt, gleich von draußen nochmal. Das musst du von draußen erleben, das Feeling. Weil hier drin, weiß ich nicht. Von draußen, das schockt einfach. Ja, und dann hier knall ich gleich mal an der Straße hier nochmal vorbei, würde ich mal sagen. Boah, das schockt schon. Ne? Mega. Also ich bin richtig happy. Dass ich, wie gesagt, ich war erst nicht so froh damit und dann. Ach, man muss manchmal seinen Schweinehund auch überwinden. Das ist schon geil. Ja, wenn wir jetzt gerade gedreht haben, das Annika. So sieht das auf der anderen Seite aus. Ne? Das ist eine große Plattform. Gibt es auch noch als Satteltruck? Dann würde natürlich die Kabine hier vorne sitzen, aber das passte nun mal so. Da hätten wir ein großes Fass hinten drauf haben können. Aber wie gesagt, wir kriegten jetzt den Schwanenhals-Güllewagen dazu passig. Und ja, zum super Preis alles. Und dann können wir fahren, wann wir wollen. Ne? Und ich finde ja das mit der Kabine, das ist ein nettes Spielzeug. Das ist wie Karussellfahren. Kann man ja ehrlich sagen. Ja, ich drehe die Kabine wieder und dann hier kannst du auch nochmal hier im Auspuff finden, wenn ich gleich starte, filmen.
geil, oder? Also richtig geil. Ich bin happy. Oder Annika? Mega. Mann, das ist ein Koloss. Das schockt richtig. Ja, ich bin so aufgeregt. Ich kann euch gerade auch nicht mehr erzählen. Ich erkläre euch das nochmal in Ruhe. In dem Sinne war es das wieder zu diesem Video. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen dicken Daumen nach oben für den dicken Koloss hier. Ja, vergesst das Abo nicht und bis zum nächsten Mal. April, April. Seid ehrlich, wer hat's mir geglaubt und wer nicht? Ja, schön wär's. Leider nicht unser. Ne? Kann ich ehrlich sagen. Das ist aber echt ein cooler Trecker und ich bin froh, dass ich den einmal vorstellen durfte. Es passte nun gerade, weil er sowieso bei uns mit dem Trecker war. Das hat er aber erst wann anders. Ja, da geht ein ganz, ganz großer Dank natürlich an Klaas und Riesum Lindum, an meinen Klaas-Vertreter. Ich habe ihn angerufen, ich sage, hier, wir haben 1. April, da kommt ein Video von mir raus, können wir da nicht irgendwas machen? Er sagt, jo, da habe ich was für dich. Und ja, das ist er. Geiles Teil, wirklich geiles Teil, also, es bringt wirklich Spaß. Ich finde das ja schon ewig eine faszinierende Maschine. Und wie gesagt, freue mich, dass ich euch den so vorstellen kann. Wenn ich das schon alles ein bisschen besser verstehen würde, könnte ich euch das hier auch noch besser, wie gesagt, mit den F-Tasten und so. Vielleicht kriegen wir mal irgendwas zur Vorführung oder so, dann könnte ich euch auch einen Betrieb vorführen. Wie seht ihr meine Felder rein? Sonst hätten wir den auch schnell mal auf dem Acker genommen. Passt jetzt leider nicht, weil wir das ja wegen Termin so, ne, wegen 1. April abpassen mussten. Ja. Nur, ich fand das auch cool, dass ich dann, mir war das wichtig, dass ich auch gleich das aufkläre, so nicht lange in Hefe machen, ne, Aprilscherz muss sein, wie ihr wisst ja, wir nehmen das Leben nicht so ernst und sind für sämtliche Späße zu haben und ja, da freute mich, dass das mein Klaas-Vertreter auch für den Spaß zu haben war. Ja, also wirklich geile Maschine und das Fahren damit, das ist einzigartig. Wirklich geil. Alter, das schockt. Also hier kannst du wirklich den ganzen Tag mit Gülle ballern. Oder Mais schieben oder so. Faszinierend. Boah, das ist geil. Das ist richtig geil. Ja, in dem Sinne war es das aber nun echt zu dem Video. Ne? Und ja, für den Scherz könnt ihr mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Ne? Und euch noch einen schönen 1. April.